Der Frühling steht vor der Tür und die Stadtgärtnerin Schwechat hat alle Hände voll zu tun. Aber eigentlich ist sie ja das ganze Jahr über für die Schwechater unterwegs. Sie hat vielfältige Aufgabengebiete. Darüber sprachen wir mit dem Leiter Peter Stitz. Was macht denn die Stadtgärtnerei für Schwechat? Ja, natürlich ist die Stadtgärtnerei Schwechat zuständig für alle öffentlichen Grünflächen in Schwechat. Das heißt, wir betreuen hier in etwa 820.000 Quadratmeter Grünflächen in Schwechat, Manswörth, Rannersdorf und Gledering. Und dazu gehört natürlich, wie in jeder weiß, die Grünflächenpflege vom Mähen angefangen bis zum Düngern und Sträucher setzen und Bäume setzen und so weiter. Und natürlich sind wir auch im Winterdienst tatkräftig beteiligt, der Gott sei Dank, glaube ich, für heuer vorbei ist. Wie kann man sich das vorstellen? Man bekommt von der Gemeinde einen Aufgabenzettel und da steht drin, da gibt es einen Kreisverkehr, da muss was gemacht werden oder da, oder wissen Sie genau, was zu tun ist? Also wir machen das schon sehr lange und ich im Besonderen und wir wissen schon, was zu tun ist, aber natürlich sind wir Dienstleister der Stadt Schwechat und bemühen uns im Sinne der Bürger, Schwechat so grün und schön wie möglich zu halten. Jetzt kommt ja auch Ostern bald. Was wird denn da alles so gemacht? Ja, wir haben schon im Stadtgebiet jetzt im Frühjahr so etwa 7000 Frühjahrsblüher ausgesetzt und im vergangenen Herbst haben wir so um die 6000 Blumenzwiebeln, also Tulpen und Narzissen ausgepflanzt, die jetzt dann um die Osterzeit blühen werden. Und natürlich lassen wir uns immer zu besonderen Tagen, wie eben zu Ostern, noch irgendwo ein kleines Zuckerl einfallen, um den Schwächertern eine Freude zu machen. Sie machen ja nicht nur die Bepflanzung, sondern Sie kümmern sich auch zum Beispiel um die Spielplätze. Ja, wir sind derzeit dabei, auf den Spielplätzen überall den Fallschutz, also die Fallschutzrinde, auszutauschen. Das sind in Summe um die 600 Kubikmeter, wenn man sich das vorstellt, der LKW im Hintergrund, der müsste so 40 Mal fahren, um diese Menge abzutransportieren. Das heißt, es wird komplett ausgetauscht, erneuert und der alte Fallschutz findet dann in Strauchgruppen oder Hecken seine zweite Bestimmung, eben als biogenes Material. Sie sind hier der Baumflüsterer von der Stadtgärtnerei Schwechat. Was flüstert man den Bäumen denn so zu? Also wir machen die ganze Totholzpflege, Kroneneinkürzungen, Kroneteileinkürzungen. Als erstes sind es am allerwichtigsten alle die Spielplätze, Kindergarten, Schulen, dann die Parkanlagen und dann kommt das andere, alles was halt wichtig ist. Und dann kommt zum Schluss noch die ganzen Rodungen. Das heißt, wenn ein Baum abgegeben ist, wenn er nicht mehr verkehrssicher ist, kommt man es weg. Und dann fangen wir an mit einem frischen Baum zum Setzen, Jungbaum erziehen, bis hier das wieder so große Herren werden, wie wir es hinter uns stehen. Seid ihr auch zuständig zum Beispiel für ganz alte Bäume, die dann abgeholzt werden? Wir haben auch zum Beispiel unser Naturdenkmal leider sterben lassen müssen, weil es einfach schon so ausgefault war, dass einfach die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. Und da haben wir einen traurigen Tag quasi gehabt und haben unser Naturdenkmal weggeräumen müssen und es war halt doch ein bisschen eine Herausforderung insofern, weil wir ja die Straßen sperren haben müssen, also auch Straßen wegen dem Verkehr auf die Seiten leiten müssen und auch Fußgänger weghalten müssen, weil es doch eine gefährliche Arbeit ist und die Leute aber das teilweise nicht sehen wollen und dann zurennen. Wie viele Mitarbeiter hat die Stadtgärtnerei? Also wir sind in Summe jetzt um diese Jahreszeit 56, davon noch zwei Lehrlinge, wobei unsere Saisonleute, das sind 26, die fangen Anfang März an und sind dann 9 Monate bei uns und machen dann eine kleine Winterpause, damit sie dann im Frühjahr wieder frisch und munter sind. Und alle Arbeiter immer unterwegs, jeden Tag? Natürlich, Schwechat ist sehr, sehr groß und unsere Flächen sind, wie ich gesagt habe, sehr, sehr groß und da ist viel zu tun.